Ja, hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen ja zum nächsten Teil von Landwirtschaftssimulator 2 Erlenberg Map. Und hier ist wieder euer Can Myers. Beim letzten Mal haben wir gesucht und zwar nach Saatgut. Und ich habe mir nochmal einen Spielstand erstellt und habe ihn dann die ganze Map abgefahren, um herauszufinden, wo das Saatgut ist. Und ich musste leider feststellen, ich finde nirgends was. Weil sonst muss man diese bestimmten Sachen alle freikaufen und so, dass das Zeug da ist. Jetzt bleibt uns erstmal nur eins übrig. Ich habe mir den Mod runtergeladen, wo man dann das Saatgut sich kaufen kann. Oder wo man dann die Palette sich frei hinstellen kann. Und die werden wir uns jetzt auf dem Hof bauen. Und dann haben wir unser Saatgut. Und das ist auch gut so dann. Oliver, finde ich, weiß nicht, komisch. Aber durch den Mod, ich glaube, das natürlich dann umgehen, wenn das jetzt nicht da ist. Also ich habe es nirgends gefunden. Vielleicht sieht ja der Entwickler oder der Macher, der Mapper die Aufnahme. Und dann kann das mal ja eventuell nochmal zukommen lassen. Oder sagen, wo die steht. So, was ist geplant? Momentan eigentlich nur ja die Felder wieder pflanzen. Und ja, die zwei Felder oben, die Nummer 15 und so weiter, gehört wirklich nicht. Man muss sie kaufen, kostet 114.000. Also sprich, bis wir so viel Geld haben, ist das Zeug verfault und verrottet da drauf. Naja, ist ja weniger schlimm. Wir haben es ja jetzt eh nicht. Also brauchen wir es nicht. Feld 3 werden wir dann auch gleich bepflanzen. Also wird wahnsinnig viel Arbeit sein jetzt nächste Aufnahmen. Wir bauen nochmal an Wochen. Und jetzt sehe ich gerade, warum wird mir da immer noch angezeigt, als ob da was drauf ist. Wir haben das doch abgeerntet. Okay. Sehen wir gleich. Mal dürfte nicht mehr drauf sein. Da ist ja auch leer. Wird halt auf der Map noch so dargestellt. Okay. Gut, so, jetzt sind wir auch bei unserem Hof. Und wir werten uns jetzt die Palette. Ich habe das auf dem anderen Spielstand schon versucht, und zwar, wo es nicht stört, wer ist hier. Und da stellen wir die auch hin. So, jetzt muss ich beschauen, wo war jetzt das? Platzierbare Objekte. Mods nach Gerätetyp, Mods nach Marken, platzierbar, genau hier, das hier kaufen wir gleich. Ach, jetzt muss ich erst wieder schauen, wo muss ich jetzt da hin? Ja, hier rüber. Dann muss ich hier hin. Nö, hier ist falsch. Hier bin ich falsch. Wo ist jetzt mein Hof? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo Hof. Das ist aber jetzt komisch. So, was haben wir hier eigentlich? Hä? Da kann man sich auch noch was kaufen, so wie es aussieht. Genau. Ich mal nochmal gucken, wo das ist. So, hier nicht. Hier ist die. Ah, hier ist die Gärtnerei. Da müssen wir hier lang, glaube ich. Genau. So. Dann geht's. Nein. Doch, hier rüber. Runter, rum. Ja, weil genau, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. So, das heißt, hier ist unser Hof. Und ich möchte die hier hinstellen, weil hier stört sie nicht. Obwohl, wo könnten wir sonst noch hinstellen? Wenn wir das Mähwerk woanders dann hinlegen. Das Dreschwerk vom Drescher. Ich scheiße, schade ist, dass ich es nicht innen reinstellen kann. Ja, stellen wir es hier hin. Das passt. Okay, zurück. So. Ja, jetzt haben wir halt 800 Euro ausgeben für nichts. Aber wir können jetzt unsere Sämaschine wieder befüllen. Hier ist schon mal ganz gut. So. Dann füllen wir die mal auf. Komisch, die Anzeige oben ist wieder da. So, die Map brauchen wir nicht. Im Moment. Wir kommen auch gar nicht an das Weizen und so weiter hin, was wir haben. Also wir müssen wahrscheinlich erst den Hof ausbauen. Und
dann kommen wir da rein. So, ich muss jetzt auf alle Fälle auch noch aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden an die Fahrzeuge kriegen, weil noch haben wir, können wir uns den Ding nicht leisten. Die Werkstatt. So, gut. So. Dann schalten wir Maschine, Seemaschine aufklappen, genau. Dann Saat wählen. Wir haben gesagt, wir machen einen Raps drauf. Und ja, das können wir doch eigentlich, glaube ich, schon starten. Ja, den senken, anschalten und los geht's. Ja, viel Arbeit. Ja, ich wurde gefragt, ob ich eigentlich immer so spiele. Normalerweise nicht, aber wir haben gedacht, ich mache das jetzt mal, nur in dieser Perspektive, was oft auch recht schwer werden wird. Ups, ja, sehen wir schon, ich bin schon falsch, auf der falschen Spur. Also bei manchen Arbeiten, da verzichten wir drauf und fahren in dieser Perspektive. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich da wieder genau stehe. Gut, ich könnte den Spurreiser verwenden. Jetzt muss ich, glaube ich, Spurreiser Y, das ist der, nein, den brauche ich jetzt nicht, sondern den. Genau. So, dann senden wir die Maschine, schalten sie an. Haben wir sie an? Sieht so aus. Dann geht's weiter. Ah, ui, 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 ui. Was war da? Mann, Mann, Mann. Da habe ich mich ja jetzt gleich mal verpflanzt. So. Gut. Mit der 1er. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich in der Tier dessen Helfer machen soll. Und ich schon mal ein bisschen Gras zusammenfahre, um schneller an Kohle zu kommen für das Gras dann ins BGA fahren. Ich glaube, das sollten wir auch machen. Moment, ich glaube, das machen wir auch. Dann sollte es nämlich der Helfer machen. Oh Mann. Jetzt stelle ich mich ja wieder besonders gut an. So, dann der Helfer. Und wir setzen uns in den rein und fahren Gras zusammen, weil ans BGA müssen wir nochmal kommen. Mal schnell auf die Map schauen. So, das BGA ist, glaube ich, halt wo habe ich das jetzt? Also das BGA, Moment, schau ich mal. Das BGA müsste da ist. So, hier, dann können wir hier die Brücke bauen. Dann geht es hier weiter. Hier ist das BGA. Nein, wir kommen gar nicht hin. Doch, wir können hier komplett außen rumfahren. Genau. Auf alle Fälle, hier scheint viel Wiese zu sein. Und da fahren wir jetzt auch mal ein bisschen Gras zusammen. Und schauen mal, dass wir da was reinbringen ins Silo. Und weil das gibt nämlich dann schon mal ein bisschen Geld. So, dann geht's mal ab hier. Machen wir mal so, genau. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Wir können eigentlich hier ja auch schon mal fahren, oder? X V B. Müsste ja normalerweise gehen, dass der das abhaut. Nein. Nein, dieses Gras geht nicht. Und
schalten wir den wieder aus und fahren auf die Wiese. Da müsste es dann bestimmt gehen. Richtung BGA. Da ist jetzt auch eine Wiese, ja, ich weiß. Aber die gehört uns, ne? Das heißt, die können wahrscheinlich gar nichts abmachen davon. Ich schaue mal in der Nähe vom BGA, ob es da was gibt. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ach ja, ich drehe jetzt Folgen immer vor, 15 Minuten Folgen, und dann gibt es sich einen Plan. Jeden Tag ab 14 Uhr gibt es LS 2013. Da muss ich jetzt, glaube ich, gelangen. Dass ihr Bescheid wisst. Also täglich. Ups, das habe ich jetzt bezahlt. Bin ich zu schnell oder was? Ist auch relativ eng hier. Ups. So, da ist eine Baustelle. So, die Wiese kriege ich auch nicht. Verdammt nochmal, die muss man alle kaufen. Und die Vierer auch. Ah, haut nicht zu, wenn ich will. So, schauen wir mal, ob es hier klappt. Halt, dann, halt, X, VB. Doch, hier geht's, oder? Ja, wir können hier mähen. Das ist schön. Da können wir nicht Gras zusammenfahren. Gras schon mal fürs BGA. Weil sie mich gleich hier jetzt links rein. Ich weiß, normalerweise sollten wir das dann mit dem Zeder, also mit dem Schwarter in Schwaben machen. Aber wir haben momentan kein Geld für den Schwarter. Also muss es jetzt erstmal so gehen. Mit dem Schwarter wäre es dann besser, weil dann drückt man wirklich alles schön rein. Aber was soll es? Erstmal ist wichtig, an Geld zu kommen. Also ich muss jetzt sagen, die Plastikstufen sind auch schön. Aber schaut euch das an, wie lange man hier braucht, bis man an was kommt. Wenn ihr das mit Absicht so macht, also es dauert ewig und 3 Tage, bis dann der Wagen voll ist. Aber naja. So Grassilage geht es schon. So, wir müssen jetzt danach nur mal schauen auf dem Hof, wie weit. Also ich würde ja gern mit Cosplay oder wie das heißt arbeiten, aber ich habe das mal probiert und habe es nicht hinbekommen. Entweder bin ich wirklich so ein Depp, damit ich es nicht kann, oder ich bin, ja, oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, beides trifft zu. Mann, da braucht man echt ewig und 3 Tage. Dass wir den Wagen voll haben. Die Hälfte bleibt auch liegen.
Aber es ist auch gut, dass es so lange dauert, weil wir wollen ja von heute auf morgen alles besuchen.